Guten Morgen und einen wunderschönen bewussten Start in die neue Woche. Bevor ich zum Thema des heutigen Videos komme, Alzheimer und welche Rolle die Ernährung spielt, möchte ich euch unbedingt noch auf etwas hinweisen, und zwar dass zwei sehr sehr gute Freunde von mir, die Verena und der Sebastian vom YouTube Kanal Gemeinsam Vegan, für ein halbes Jahr nach Paraguay geflogen sind, um sich dort ohne Geld bzw. mit sehr sehr wenig Geld irgendwie durchzuschlagen. Sie sind vor 3 Tagen oder vor 4 Tagen gelandet und haben schon ein kleines erstes Video hochgeladen. Den Kanal verlinke ich euch hier, und auch in der Infobox unten findet ihr den Link, wenn ihr erst einmal mein Video zu Ende schauen wollt. So, und nun zum Thema des heutigen Tages, und zwar was war das doch gleich? Ich dachte, es wäre genau die Demenz. Freitag vorige Woche wurde in Annals of Internal Medicine, den Link gibt's unten in der Infobox, eine Studie vorgelegt, dass nicht Krebs oder etwa die mannigfaltigen Herz-Kreislauf-Erkrankungen die höchsten Behandlungskosten und damit auch die größte Belastung für das Gesundheitssystem in den letzten 5 Jahren eines Menschenlebens haben, sondern die Demenzerkrankungen. Die Erklärung liegt eigentlich auf der Hand. Durch die absolute Unselbstständigkeit im Endstadium muss quasi eine rund um die Uhr Betreuung gewährleistet sein. Von daher Grund genug für mich, um einmal genau zu schauen, was aktuelle Studien zum Thema Demenz und Ernährung und Lebensweise zu sagen haben. Denn nicht nur unser persönliches Wohlbefinden leidet durch eine falsche und ungesunde Ernährung, sondern auch die unserer Gesellschaft. Denn das Geld, was man weniger in das Gesundheitssystem stecken muss und damit durchaus auch Pharmakonzerne und Krankenhäuser finanziert, die ihrerseits kein gehobenes Interesse daran haben, eine gesunde Bevölkerung zu generieren, dieses Geld kann für andere wichtige Dinge verwendet werden. Gerade in der derzeitigen Krisensituation, würde ich es schon nennen, wäre es wünschenswert, dass die Menschen sozusagen etwas informierter und sorgsamer mit ihrer Gesundheit umgehen, eben aus diesen Zusammenhängen. Ja, und da Demenz quasi die teuerste Krankheit in den letzten 5 Lebensjahren ist, möchte ich euch heute anhand der am häufigsten verbreiteten Demenzerkrankung, nämlich der Alzheimer-Demenz oder der Alzheimer-Krankheit, die ungefähr 60% aller Demenzerkrankungen ausmacht, anhand eines wissenschaftlich recherchierten Artikels eine Zusammenfassung geben. Und in diesem Artikel sind alle aktuellen Studien zum Thema mit enthalten. Und ja. So, den Link zum Artikel habe ich euch unten reingepackt. Das ist von der renommierten Universität in Kapstadt veröffentlicht worden, und ja, dann würde ich sagen, die verwendeten Studien sind in dem Artikel drin, da könnt ihr euch selber dann tiefer reinlesen. Kommen wir nun zu den 7 Punkten. Punkt 1. Das ist die Minimierung gesättigter Fette und Transfette, welche sich vor allem in Fleisch, in diversen Ölen wie Kokosnussöl und Palmfett befindet, auch in vielen Fertigprodukten und auch natürlich vor allem im frittierten Essen vorhanden. Da verzichten. Punkt 2. Was man tun sollte, damit man sozusagen nicht an Alzheimer erkrankt bzw. die Erkrankung verhindert oder den Verlauf verlangsamt, ist: Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst und Getreide sollten die Fleisch- und Milchprodukte ersetzen als Hauptbestandteil der Nahrung. Gesunde Ernährung eben. Dann Punkt 3. Die 15 Milligramm Vitamin E pro Tag sollten nicht von Nahrungsergänzungen kommen, sondern direkt von den Lebensmitteln. Denn diverse Studien haben gezeigt, dass das Vitamin E in Nahrungsergänzungen Alzheimer nicht nachweislich reduziert. Das Vitamin E in natürlicher Nahrung aber schon. Punkt 4. Eine ausreichende Versorgung mit Vitamin B12. Und da werden Nahrungsergänzungsmittel wiederum explizit empfohlen, weil die Vitamin B12 Aufnahme durch diese Nahrungsergänzungsmittel auch vom Körper tatsächlich aufgenommen wird und auch das Alzheimer Risiko entsprechend reduziert. Zumal beim Fleischkonsum, was ja auch eine natürliche Quelle wäre, man sich ja im Endeffekt keinen Gefallen tut, da man ja Punkt 1 und Punkt 2 damit wieder quasi torpediert oder vernachlässigt. Punkt 5. Wenn man Multivitaminpräparate zu sich nimmt, um seinen Vitamin- und Mineralstoffbedarf zu decken, sollte man
ganz explizit darauf achten, dass weder Eisen noch Kupfer enthalten sind. Diese beiden Stoffe haben in Verbindung mit Multivitaminpräparaten zu kognitiven Problemen geführt bei Menschen. Und wenn sozusagen aber Eisen- oder Kupfermangel besteht, dann muss man das natürlich bekämpfen. Das sollte aber dann singulär zugeführt werden, ganz einzeln und bis der Mangel behoben ist. Oder idealerweise natürlich durch pflanzlich dominierte Ernährung behandelt werden. Kommen wir nun zu Punkt 6. Auch wenn es noch nicht abschließend geklärt ist, welche Rolle genau Aluminium im Rahmen der Entwicklung von Alzheimer spielt, so gehen die Empfehlungen doch ganz eindeutig und ganz klar dahin, dass die Risiken auf jeden Fall zu reduzieren sind. Und das bedeutet Deosprays, Küchengeschirr und generell alles was Aluminium enthält meiden. Und der 7. Punkt, der hat nun nichts mit Ernährung zu tun, der ist mindestens 3-mal die Woche 40 Minuten Sport machen. Das sind zusammengefasst die aktuellen Empfehlungen, die sich aus den aktuellen Studien weltweit ableiten lassen und die sich sehr gut mit einer veganen High Carb Ernährung decken, die zusehends für sehr sehr viele Krankheiten vorteilhaft erscheint. Also von daher, wer bis jetzt nicht wusste, warum er vegan werden soll, der sollte jetzt schleunigst beginnen. Am besten heute noch mit der veganen Ernährung. Sonst besteht die Gefahr, dass er es morgen dann schon wieder vergessen hat. Also ich wünsche euch, eine tolle Woche mit vielen schönen Erinnerungen und bewussten Momenten. Wir sehen uns morgen wieder in aller Frische. Ich hoffe, ihr könntet euch heute was mitnehmen. Euer Christian. Tschüssi.